Schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Etwas aus einer anderen Perspektive hier von meiner Terrasse. Und heute den Livestream, beziehungsweise es ist ja eine Aufzeichnung von letzter Woche mit Sebastian Pink, unserem Drehbuchautor, und Nathalie Ellison. Die hat ja mal mitgespielt bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ja, und heute das Interview führt auch Sebastian Pink. Und freut euch jetzt einfach auf ein spannendes Interview mit den beiden. Und ich sage einfach mal, ja, Sebastian, bitte Bühne frei. Ja, herzlich willkommen zum Sawut-Stream. Heute habe ich die Nathalie Ellison zu Gast bei mir. Bekannt aus Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und Sturm der Liebe. Hallo Nathalie. Ja, hallo. Wie geht's? Gut. Und wie geht es dir? Auch gut, danke. Der Elvis ist auch da. Der ist ein bisschen müde. Ich glaube, der wird gleich schlafen gehen. Oh ja, ist schon Schlafenszeit für die Kinder. Nathalie, du hast von 2003 bis 2006 bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten die Isabel Eckert gespielt. Wahnsinnig spannend. Also ich habe zwar davor schon kleinere Sachen gedreht gehabt, aber natürlich so jeden Tag stundenlang und also Gute Zeiten hat ja noch immer einen Hype, aber gerade damals, würde ich sagen, war das so die Höchstzeit, weil da war natürlich noch Yvonne Katterfeld da und so. Also es war halt wirklich, ja, eine aufregende, spannende Zeit, lustig, viel erlebt, auch so das Drumherum. Wir waren bei vielen Events, Preise haben wir gewonnen, alles Mögliche. Also es war schon wirklich sehr, sehr aufregend, ja. Und alles rauf und runter gespielt, was es nur gibt. Ja, es war auch eine gute Schule. Das ist ja cool. Du warst ja auch mit dem mit deiner Rolle mit dem Joe gerne liiert. Ja, genau. Wie war das so, mit ihm zu drehen? Ja, super eigentlich, weil der Wolfgang Barrow ist ja eigentlich auch so Kabarettist. Also er hat eigentlich einen guten Humor. Und er ist ja eigentlich gar nicht so ernst, wie seine Rolle ist. Also der ist eigentlich ganz lustig. Und er hat natürlich so viele Rechtsanwaltsausdrücke, die er da gebrauchen muss. Und das war auch nicht immer ganz leicht. Also wir haben relativ viel gelacht. Und ja, es war eigentlich eine lustige Zeit. Ja. Cool, cool. Da sieht man wirklich den Unterschied von 17 Jahren, alle noch so jung. Und es war eine lustige Geschichte. Also heute schauen ja die Vorspanns ein bisschen anders aus, aber damals war das wirklich so, wenn einer ausgestiegen ist, kam der Nächste rein und musste genau das Gleiche machen. Und im Vorspann vor mir war eben Jeanette Biedermann und die hatte dieses Umdrehen, stimmt, ja, und über die Schulter schauen und ich musste halt genau das Gleiche machen und es ist halt schon ein bisschen komisch, sich da so anzugreifen und reinzudrehen und es war wirklich, ja, war sehr lustig. Ja, der Vorspann hat ja im Laufe der Zeit sich des Öfteren geändert, ne? Ja. Wenn man überlegt, wie lange das da ist, jetzt 2006, das war doch, glaube ich, eine Jubiläumsfolge, wo du da ausgestiegen bist damals. Da hast du doch, genau, ein Kind. Genau, ich glaube, es war 3500. Genau, da wurde ich geopfert dem Serientod. Vorher hast du noch ein Baby zur Welt gebracht. Ja, ja, ja. Ich bin nach der Geburt meines Kindes gestorben, ganz dramatisch. Ich habe das Kind in einem Stall quasi zur Welt gebracht, wie bei Maria und Josef. Und dann bin ich im Krankenhaus gestorben und wurde da auch reanimiert. Und das war wirklich das Allerschwierigste zum Spielen, weil ich hatte einen Schlauch im Mund. Und der Arzt hopste mir da so richtig am Brustkorb rum. Und dann durfte ich mich nicht bewegen und die Augen nicht. Und das war wirklich anstrengend, weil ich durch diese Röhre auch nicht wirklich gut atmen konnte. Also das war
wirklich ein unglaublich anstrengender Drehtag. Ja, sterben war nicht so leicht. Das kann ich mir vorstellen. Ist die Szene dann am selben Tag noch in den Kasten gegangen oder musste die dann mehrere Tage gedreht werden? Ah, nein, das gibt es bei guten Zeiten nicht. Also da ist relativ wenig Zeit, das sind so 20, im Außendreh vielleicht 40 Minuten Zeit für eine Szene und dann kommt auch schon die nächste. Also das muss alles am gleichen Tag fertig sein. Alles etwas schneller laufen. Super. Nach gute Zeiten, schlechte Zeiten, was hast du da gemacht? 2006 bin ich zurück nach Wien. Dann habe ich ein halbes, dreiviertel Jahr lang eine Sendung moderiert, die hieß Avida. Das war so ein Wellness- und Thermenmagazin und habe dann viele Castings gemacht, habe auch im Tonstudio spreche ich immer wieder in Österreich ein bisschen. Und dann kam auch schon bald das Casting für Sturm der Liebe. Da hatte ich zuerst schon ein Jahr davor für die Hauptrolle. Da habe ich sie zwar nicht gekriegt, aber das war ein nettes Casting, ganz nett. Und dann haben sie mich eben ein Jahr später wieder angefragt und dann hat es auch wirklich geklappt mit Ivanka Brekalo, das Geschwisterpaar, und beim Casting, das war schon so nett, sie hat mich gleich nach umarmt. Ich wünsche mir so sehr, dass du meine Schwester wirst. Und dann hat es auch wirklich geklappt, ja. Und wie lange hast du da mitgespielt, bei Sturm der Liebe? Da war ich ja von Juli 2008 bis April 2012 fix dabei. Und dann hatte ich nochmal so drei Gastauftritte, nochmal Herbst 2012, Sommer 2014 und Sommer 2015. War das irgendwie anders wie bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten am Set oder war es vom Ablauf her eigentlich gleich? Ja, also es ist mehr, ja. Also Gute Zeiten hat so circa 24 Minuten Länge und Sturm der Liebe hat über 40 Minuten. Das heißt, du musst in einer Woche halt mehr Pensum schaffen. Ja? Also man sagt eine Folge pro Tag. Das heißt, du musst quasi doppelt so viel drehen. Und also bei guten Zeiten damals hatten wir Montag nur Probentag und einen halben Mittwoch Probentag. Und dann war Montag bis Mittwoch waren wir nur im Studio. Und Donnerstag und Freitag hatten wir ein zweites Team, das gleichzeitig im Außendreh war. Und da wir bei Sturm der Liebe aber so viel drehen, gibt es immer zwei Außenteams, also zwei Teams, eines im Studio und eins draußen. Und die Schauspieler fahren den ganzen Tag hin und her und drehen quasi für zwei Sets gleichzeitig, weil eben so viele Minuten am Tag gedreht werden müssen. Und es ist auch so vom Text her, also Sturm der Liebe ist eine Telenovela, da wird noch wesentlich mehr gesprochen. Also wenn du vielleicht bei guten Zeiten einen Satz hattest und du hast deinen Kaffee bestellt, hast du beim Sturm gleich so einen Absatz zum Lernen. Also du musst wirklich wahnsinnig viel Text lernen bei einer Telenovela. Das waren bis zu 200 Seiten in der Woche. Also das war, ja, gute Gehirnarbeit. Vorspann beim Sturm, weil ich bin ja am Ende der Staffel Samira und Gregor eingestiegen. Dann war ich im Vorspann von Emma und Felix. Dann kam ja Sarah Storck als nächste Hauptdarstellerin und Uta war dann die dritte. Also das war dann erst. Ich hatte dann gerade den letzten. Mit der Vorspann bei Sturm der Liebe. Und mit Uta war ich ja auch bei guten Zeiten, ne? Ganz genau. Das war, glaube ich, zur gleichen Zeit sogar, ne? Zur gleichen Zeit, ja. Uta ist, glaube ich, ein paar Wochen nach mir eingestiegen und ein paar Wochen vor mir ausgestiegen. Also wir waren wirklich so zur gleichen Zeit. Ja, ganz schön viel. Also zuerst habe ich mir ein bisschen Auszeit genommen und dann bin ich nach Amerika gegangen, fast für ein Jahr, und habe meine Yogalehrerausbildung gemacht und habe dann viel unterrichtet. Und ja, dann ein paar Sturmbesuche noch, so ein bisschen was anderes gedreht in Österreich. Und 2018 habe ich sogar eine Werbung gedreht in Indien und in Malaysia. Die heißt Incredible India, die läuft weltweit. Das war super. Und dann habe ich bei Schnell Ermittelt gedreht. Und jetzt bin ich eben schon seit zwei Staffeln bei einer österreichischen Serie, die heißt Walking on Sunshine. Da spiele ich eine dümmliche Wettermoderatorin, Sandra Schön, und ist eigentlich ganz lustig. Also das ist so richtig im ORF-Studio mit Bluescreen und da wird halt das Wetter drauf projiziert und dann muss ich herumzeigen und welche Grade und so, und das ist, ja, das ist ganz lustig. Mein Name ist Schön. Ich heiße Sandra. Noch 30 Sekunden. Danke.
Sommern bei Wetter Plus. In Zentraleuropa bleibt es aber, wie gesagt, beständig schön und der Wind dreht auf Südost. Und so wird das Island Tief auch weiterhin für uns nicht wetterwirksam. Mein Name ist Schön. Ich heiße Sandra. Bis morgen. Bis morgen. Finde den Fehler. Ich weiß gar nicht, was du hast. Die Sophie hätte das genauso gesagt. Nein, weil die hätte gewusst, dass das ein Island-Tief und kein Island-Tief ist. Das ist halt mein Stil. Intelligenz ist keine Frage des Stils. Das verstehe ich jetzt nicht. Nach einer nassen Nacht wird es morgen wieder schön. Apropos. Das ist jetzt aber nicht live, oder? Ich heiße Sandra. Danke fürs Zuschauen. Oje, also irgendwie sind die da durcheinander geraten. Aber wir haben auch gar nicht gewusst, ob sie überhaupt noch kommen. Das ist eine Frechheit. Wissen Sie, wie lange ich schon moderiere? Und ich habe noch nie eine Sendung versandt, gell? Das ist ja auch schön, aber jetzt müssen wir die Karten noch in die richtige Reihenfolge bekommen. Habt ihr ein Problem? Nein, nein, alles wird gut, alles wird gut. Ah, noch fünf. So, stimmen die Karten jetzt so? Ja, wird schon passen, gell? Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Schön. Ich heiße Sandra. Ja, und dabei lassen wir es auch bewenden, denn wir sind schließlich nicht hier, um über mich zu reden, sondern über das Wetter. Genau, das Wetter, meine Liebe. Wie wird es denn, das Wetter? Es wird unwirtlich und grau und an manchen Tagen auch ein wenig stürmisch. Aber eines steht fest, und das wissen Sie zu Hause genauso gut wie ich. Alles. Also erstens stimmt es nur, wenn ich das sage, und zweitens haben Sie eine sehr schöne Sendung gemacht. Sie haben mich würdig vertreten an diesem einen Tag, wo ich bei der Zeit im Bild war. Aber ab morgen sind wir wieder das altbewährte Team. Was? Dusche. Ja? Denn morgen mache ich die Begrüßung und die Prognosen. Und Sie stehen auch da. Und mein Name ist auch Schön, denn ich heiße Otto Czerny Hunburg und komme selbstverständlich morgen wieder. Denn alles wird gut. Ja, das haben Sie sehr gut gemacht, Sandra. Danke, ich weiß. Aber trotzdem schön, dass Sie nicht gehen. Also, ich habe mir was überlegt. Ich heiße ja Schön mit Nachnamen. Und ich würde gerne auf unserem Kanal eine Talkshow machen, wo ich mit Leuten über das Wetter rede. Und die Sendung nennen wir dann Schönwetter. Aha. Naja, weil ich schön, also Schönwetter. Verstehst du? Ich schau mir an. Naja, die Sandra ist nicht die hellste, aber. Wow, das ist jetzt die zweite Staffel, ne? Von der Serie. Genau, die ist jetzt bis Mitte April gelaufen im ORF. Mhm. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Also eigentlich waren die Quoten ganz gut. Aber natürlich jetzt mit unserer Krise. Mhm. Ja. Ja. Alles auf Stillstand und man weiß ja auch nicht, wann es weitergeht. Also, ja. Hoffen wir, dass bald wieder alles normal ist. Ach Gott, ja. Dauert schon viel zu lange. Die Frage, oder? Gehen wir zurück zu dem alten Normal oder kommt ein neues Normal? Ne? Ja, ich bin mal gespannt, wie das abgeht. Ja, das sind wir alle. Hm. Ja, du schreibst auch, hast du mir am Telefon gesagt, dass wir telefoniert hatten. Ja, also, wie soll ich das erzählen? Meine Oma war natürlich noch im Zweiten Weltkrieg, die ist sehr früh gestorben, da war ich 17, aber ich habe halt viele Geschichten gehört und ich dachte immer so, irgendjemand müsste das niederschreiben, vielleicht schreibe ich irgendwann mal ein Buch und so. Vor 4 Jahren kam mir dann der Gedanke, ja, warum nicht eigentlich ein Drehbuch machen? Und das hat dann 2 Jahre gedauert, bis ich das alles organisiert habe und bin dann 2018 nach Amerika an die New York Film Academy und habe so ein 3-Monats-Programm gemacht, wo man eben von einem Lehrer durch ein ganzes Drehbuch begleitet wird und habe eben da mein erstes Drehbuch geschrieben über das Leben von meiner Oma. Und ja, es war eine unglaubliche Erfahrung. Und es hat auch ganz gut geklappt, weil ich habe schon 2 Preise gekriegt bei 2 Filmfestivals für bestes Drehbuch.
Und ja, dieses Jahr habe ich mir gedacht, okay, ich wage mich zum zweiten heran und habe im Februar eben mein zweites geschrieben. Aber das ist was ganz anderes, das ist nichts Trauriges, das ist eine Komödie über eine Reise durch Indien. Ja, und jetzt ist halt da auch die Frage, oh Gott, wann kann man wieder in Indien drehen, oder? Also, naja. Als nächstes muss ich mir irgendwas ganz Einfaches einfallen lassen, wenn wir alleine sind. Also, naja. Am besten so ein Ein-Manns-Film, wo man alleine spielt. Ja, das ist immer, im Moment ist eine blöde Situation. Na, ich schreibe ja auch Drehbücher. Ja, genau. Genau, und nächstes Jahr wird ja das erste verfilmt. Das ist auch eine ganz traurige Geschichte. Na, da ist ein kleiner Junge, der wird entführt. Sein Vater ist Polizist, will ihn befreien und ja, dann wird der Vater erschossen. Und dann kehrt er als Geist auf die Erde zurück, um 7 letzte Tage mit seinem Sohn zu verbringen. Oh. Und nur der Sohn kann den Vater sehen. Ne? Und ja, eine ganz traurige Geschichte mit unerwartetem Ende. Gibt es auch als Buch bei Amazon. Also ich wandle die Drehbücher dann immer als Buch um und bringe die dann vorher auf den Markt. Dann sieht man schon mal, wenn die Leute das lesen, wie es ankommt. Ne? Ja. Diese Geschichte, die ist sehr angekommen, muss ich sagen. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so reinhaut, wie ich das geschrieben habe. Ich zeige es dir mal gerade. Das ist also ich finde ja solche Geschichten sehr gut. Ich bin ja selber sehr spirituell und so. Also wenn es so mit Leben nach dem Tod ist und so, das finde ich ja super cool. Ja, das ist diese Geschichte hier jetzt. Ja. Ja, das war mein erstes Buch, das ich herausgebracht hatte. Letztes Jahr im Juli ist das auf den Markt gekommen und ist immer noch das bestverkaufste von den ganzen Büchern. Mittlerweile habe ich 8 Bücher auf dem Markt, bin am 9. gerade dran. Das ist auch fast fertig. Das braucht nicht mehr lange. Schreiber, wie lange brauchst du für ein Buch? Das kommt drauf an. Also bei diesem jetzt hier waren es ungefähr nur 4 Wochen gewesen. Ne? Das ging ganz schnell. Ja. Das ging ganz schnell. Ich brauche aber auch manchmal länger. Also das kommt drauf an, wie der Ideenfluss gerade ist, wie es läuft. Ne? Bei manchen Baust du da auch immer irgendwas von dir selber da rein? Also ist da jetzt was Persönliches drin oder ist es rein erfunden? Also die Geschichte an sich ist erfunden. Was halt drin ist, ja, das ist mein Sohn vom Namen her. Also das Kind im Film heißt Paul, wie mein kleinster Sohn. Mhm. Und ich spiele auch im Film selber den Vater. Ja. Der dann erschossen wird. Und ja, wir haben ja den ehemaligen Alles-was-zählt-Darsteller Tom Barkal schon an Bord. Und einige ehemalige unter uns Schauspieler, die schon zugesagt haben. Das wird demnächst noch veröffentlicht. Und ich bin echt gespannt, wie das wird nächstes Jahr. Eigentlich hätte das Ganze ja dieses Jahr sollen produziert werden, aber das ist dann halt auf nächstes Jahr verschoben worden. Leider. Da haben wir halt noch ein bisschen mehr Zeit jetzt für die Vorbereitungen. Aber ich habe noch ein zweites Buch, das auch verfilmt werden soll, Ende nächsten Jahres. Kurz vorm Fest. Zeige ich dir mal gerade. Das ist dieses hier. Das hatte ich letztes Jahr im Dezember rausgebracht. Das ist halt auch so eine Kurzgeschichte, so ein Film, der geht ungefähr 40 Minuten, sage ich mal, ne? Von der Laufzeit her. Und da ist es jetzt so, ich lese dir mal gerade vor, als der Familienvater Johannes Feist kurz vor Weihnachten seinen Job verliert, lernt er die beiden Gangster Mike und Toni kennen. Mit ihnen zusammen nimmt er einen Job als Kaufhaus-Weihnachtsmann an, um dann den Laden leer zu räumen. Schließlich will Johannes seinem Sohn Kevin den größten Weihnachtswunsch erfüllen. Doch nach und nach kommen Johannes immer mehr Zweifel auf. Wird er das Richtige tun? Mhm. Ja, das ist dann mehr so auch ein bisschen was zum Lachen natürlich dabei. Ne? Auch ein bisschen traurig natürlich. Der Vater verliert den Job kurz vor Weihnachten. Dann kommt noch eine riesige Stromnachzahlung. Wenn sie die bezahlen, ist kein Geld mehr da. Dann überlegt er natürlich, wie kriege ich jetzt auf die Schnelle Geld? Dann nimmt er den Job an als Kaufhaus-Weihnachtsmann und er hofft, dass er einen Vorschuss bekommt auf seinen Job. Aber den bekommt er nicht. So, und dann hat er natürlich immer noch kein Geld, obwohl er am Arbeiten ist. Er denkt, ja, was mache ich jetzt? Dann belauscht er zufällig diese beiden Gangster, die aus dem Knast entlassen wurden, wie sie planen, da einzubrechen. Die erwischen ihn dann dabei und dann zwingen die ihn, da mitzumachen. So, zunächst gefällt es ihm nicht, dann gefällt es ihm plötzlich doch. Doch dann kommen doch wieder Zweifel auf, ob er hier das Richtige tut. Also, habe ich auch als Buch rausgebracht, ist auch gut angekommen. Mhm. Hat immer so eine Weihnachtsgeschichte.
das ist ja was für mich so. Ich gucke auch gerne Weihnachtsfilme. Und ja. Jedes Jahr wieder immer die gleichen. Natürlich dann auch mit den Kindern dann. Und dann dachte ich mir, komm, jetzt schreibst du mal so was Weihnachtliches. Ist auch mal cool. Ja. Das andere, was ich halt gemacht habe, das sind dann eine Comedy-Reihe namens Friends Forever. Da gibt es jetzt eine komplette erste Staffel mit 9 Folgen. Die gibt es auch als Buch. Das ist so eine Mischung aus American Pie und Al Bundy. Ne? Also okay. dann mal so auf die ganz lustige Tour. Da habe ich das. Ja, das würde auch verfilmen, eine Serie. Das wäre doch auch lustig. Das wäre auch lustig. Also ausschließen tue ich jetzt das nicht, dass es verfilmt werden könnte irgendwann. Deine YouTube-Serie draus, ne? Irgendwie YouTube oder vielleicht sagt ja auch ein TV-Sender dann, das ist geil, das wollen wir haben. Kann ja auch sein, ne? Schließe ich mal nicht aus. Also ich bin jetzt gerade an der zweiten Staffel dran, die wurde auch schon begonnen. Und ist immer viel zu tun. Also ich habe auch viele Ideen im Kopf, so von der Schreiberei her. Ich muss mir die immer ins Handy einspeichern. Ja, sonst vergesse ich die. Wie machst du das? Ich meine, wie viele Stunden schreibst du da in der Woche, wenn du so viele Bücher rausbringst? Also ich bin ja noch im Sicherheitsdienst tätig und da ist ein Objekt, eine Pforte, wo du dann besetzen kannst nachts. Und da sitzt man dann zwischen 8 und 12 Stunden, je nachdem, wie die Schicht gerade eingeteilt ist. Und da nutze ich natürlich auch die Zeit zum Schreiben. Ne? Man passt halt dann auch natürlich dort aufs Gebäude auf, man hat die Kameraübersicht, macht mal einen Rundgang und zwischendurch schreibe ich dann. Und je nachdem, wie oft ich da sitze, habe ich halt immer den Computer an oder einen Schreibblock da liegen. Also es ist schon sehr oft, muss ich sagen. Ne? Deshalb sind meine Drehbücher auch ziemlich schnell fertig. Ne? Wir sind in 4 Wochen, meine letzte Woche fertig geschrieben. So, das hat 4 Wochen gedauert, aber von den 4 Wochen war ich vielleicht dort 14 Mal eingeteilt. Ne? Und in den 14 Tagen habe ich das halt gemacht. Also ich mache es eigentlich nicht so oft, wenn ich zu Hause bin. Da mache ich mir halt mehr so Gedanken, mal Notizen und so. Und dann setze ich das dann später dort um nachts, wenn ich meine Ruhe habe. Und ist schon cool. Also das 9. Buch wird jetzt demnächst fertig werden. Ich denke, dass noch diesen Monat fertig wird. Und dann bin ich mal gespannt, wie das ankommt. Ich würde jetzt sagen, mich interessiert dein Horoskop, weil ich mache ja gerne Horoskope, was du für einen Merkur hast, weil der ist ja für Sprache und Schreiben zuständig. Da musst du einen sehr fleißigen Merkur haben in deinem Horoskop. Ich bin Zwilling. Ich bin auch Zwilling. Also Zwilling ist ja der Herrscher Merkur. Also dann sagt man ja nach, dass sie sprachenbegabt sind und so. Aber hast du wahrscheinlich dann auch einen Merkur im Zwilling oder in der Jungfrau, dass du so fleißig bist. Mhm. Ja, das ist bei mir losgegangen, wie ich ein Kind war. Ne? Mit 11 Jahren habe ich losgelegt mit dem Schreiben. Da hatte ich von meinen Eltern eine Schreibmaschine bekommen, eine elektronische. Da hatte ich so Kurzgeschichten so für Kinder geschrieben. So immer so eine DIN A4-Seite war eine Folge praktisch. Das Ding habe ich noch irgendwo zu Hause liegen. Das habe ich nie weggeworfen. Das wurde auch nicht richtig zusammengemacht wie so ein Buch. Das habe ich mit Paketband zusammengeklebt. Und das habe ich immer noch im Schrank liegen, im Wohnzimmer. Und ab und zu, wenn wir da mal gerade rumwühlen, da finde ich das und dann sage ich, ey, guck mal, dein erstes Werk, 99 Folgen, DIN A4. Ich würde das auch veröffentlichen, oder? Als Kinderbuch. Meinst du? Ich muss mal durchlesen. Wäre auch cool. Also Kinderbuch habe ich auch im Kopf noch, eine Story, wo ich da noch machen will. Und ich will eigentlich von jedem Genre etwas ausprobieren, dass ich nachher von allem was habe, ne? Von den Büchern, dass ich dann sagen kann, so, jetzt hast du das, jetzt hast du das. Ich habe ja noch 2 Thriller draußen, die Todesfahrt der Linie 834 und Amnesie, sind 2 Thriller. Das wären jetzt 90 Minuten, wenn du die im Fernsehen guckst. Und die sind auch gut angekommen bei den Leuten. Also ich habe schon verschiedene Sachen ausprobiert in der Zeit. Bin ich mal gespannt. Am besten, Ich habe ja auch noch ein paar andere Sachen geschrieben, aber es ist natürlich. Jetzt höre ich dich wieder ganz schlecht. Mm. Ja, jetzt, ich habe es gerade gemerkt, die Verbindung war gerade weg. Jetzt kommt es wieder. Ich habe ja auch noch ein paar andere Sachen geschrieben. Das Problem ist halt immer nur das Veröffentlichen. Ne? Also ich meine, wenn man das auf Amazon oder so stellen kann, dann geht's ja. Aber ich habe so 2 Projekte geschrieben, wo ich jemanden bräuchte, der so kleine Cartoons dazu macht und so. Und das ist dann halt immer ein bisschen schwierig, da so Leute zu finden. Ich hätte da eine Zeichnerin an der Hand, die sowas kann. Echt? Ja. Weil ich habe nämlich 3 nette Bücher, die sind fertig geschrieben, aber müssten halt illustriert werden. Und natürlich, ja,
ist dann ein bisschen schwierig, das alles selber auf die Beine zu stellen. Ich schicke dir das nachher mal zu. Super. Kannst du das mal angucken? Da kannst du auch im Internet auf einer Seite gucken, da siehst du, wie die das malt. Das sieht richtig cool aus. Weil ich habe ja auch so eine Idee von einem Kinderbuch. Ja. Und da müssen auch viele Zeichnungen noch her, weil halt Bilder mit rein sollen. Und da habe ich auch die ganze Zeit geguckt und da hatte ich die halt gefunden. Und mit der bin ich jetzt gerade so im Gespräch. Die schickt mir jetzt morgen eine Testzeichnung. Und dann schaue ich mir das mal genau an. Und wenn das passt, dann wird das auch noch demnächst kommen. Also die Idee ist schon länger im Kopf, aber ja, jetzt habe ich mal die Initiative ergriffen und habe gedacht, komm, jetzt guckst du mal da auch noch gerade nach, kannst du auch gerade noch was rausbringen. Die Idee ist auch schon da von der Geschichte. Aber ich dachte so, jetzt oder nie. Da kommt noch ein Kinderbuch raus. Sehr gut, sehr gut. Sag, und wie machst du weiter mit den Interviews? Planst du das jetzt auch regelmäßig zu machen auf deinem Kanal oder so? Ja, also öfters. Das wird ja dann auf dem Savut-Kanal von Savut Production nachher veröffentlicht. Ich habe ja auch noch einen eigenen. Dann mache ich das nachher noch dann als Kopie auch noch bei mir rein. Und ja, der hat ja noch einen Radiosender, der Kollege, der Manuel Angel, wo er jetzt ein Webradio aufgemacht hat. Savut Webradio. Und ja, wir sind da halt verschiedene Sachen am Ausprobieren. Und wir haben ja jetzt auch schon verschiedene Livestreams gemacht. Da sind auch Bands, die jetzt eher unbekannt sind, aber die können richtig gut singen. Du kannst da mal angucken auf der Seite von ihm, von Savut. Da hat er einige Interviews geführt, dann singen die auch mal und ist auch richtig cool. Ja, ja, und da hatten wir halt auch das Interview mit dem Tom Barkal dann drin, wo er dann mich und den Tom Barkal interviewt hat. Und dann habe ich auch so die Idee bekommen, habe gedacht, ey, das könnte man doch öfters mal machen. Ja. Und ja, also ich habe demnächst noch zwei, mit denen ich das mache. Ich finde das ja super, dass in der Zeit so viele kreativ werden. Man sieht das ja jetzt im Internet ganz viel, ja, und auch so auf Instagram Gespräche und so. Ich finde, das ist eh das Richtige, wie man diese Zeit nutzen kann, oder? Ja, weil irgendwas muss man ja machen, ne? Wenn man jetzt wirklich nur hier sitzt und gar nichts macht, dann wird man ja wahnsinnig, ne? Also das könnte ich gar nicht. Und ja, vom kreativen Schreiben her, für mich ist jetzt kein Unterschied, weil ich habe immer das Gleiche gemacht. Ne? Ich habe halt, zwischendurch hatte ich mal eine ganze Zeit, wo ich gar nicht geschrieben hatte, weil es ist irgendwie nie was dabei rausgekommen. Ne? Mhm. Und dann war ich plötzlich Komparse bei Bettys Diagnose und da ging das auf einmal los. So nach und nach immer so ein bisschen mehr und da habe ich wieder angefangen zu schreiben. Ja, das hat mich dann wieder so inspiriert. Jetzt oder nie, jetzt fange ich an wieder. Und dann hat es geklappt auf einmal. Ne? Das erste Buch raus, habe ich gedacht, cool. Das war eigentlich gar nicht geplant, das war nur ein Drehbuch gewesen. Da hatte ich zwischendurch auch bei Instagram so ein bisschen Werbung, da schrieb mich einer an, auch von so einem Selfie-Buchverlag und ja, das kann man doch rausbringen als Geschichte. Aber ich sage, das Drehbuch hat ja gar nicht so viele Seiten, das würde vielleicht 40 Minuten Laufzeit haben, der Film. Mhm. Ist doch egal, das kann man als Kurzgeschichte, als Buch rausbringen. Kommt auch bei den Leuten an, gerade bei denen, die nicht so viel Zeit zum Lesen haben. Und ich das jetzt wirklich machen. Und da habe ich dann gedacht, komm, ich probiere es mal aus. Verlieren kannst du nichts. Drehbuch umgeschrieben als Roman. Da kam das gut an. Da habe ich gedacht, ey, wie geil ist das? Jetzt bringe ich jedes Drehbuch als Buch heraus. Und dann sieht man vorher schon, wie es ankommt. Ja? Wenn man merkt. Ja, das heißt, du bringst die über einen Selfie-Verlag raus. Also das heißt, du stellst nicht selber auf Amazon oder wie? Nee, das wird dann über einen Verlag gemacht. Und die machen eigentlich alles dann. Und ja, das ist ganz cool. Ich gestalte halt dann noch das Cover des Buches selber, das mache ich auch. Und dann wird das rübergeschickt per PDF-Datei und dann machen die den Rest. Das ist dann überall. Amazon, Weltbild, Thalia, Hugendubel, sogar in der Schweiz in Bücherläden sind die Bücher. Und ich habe ja noch ein Kochbuch rausgebracht. Ne? Mhm. Und dieses gibt es sogar bei Real, im Online-Shop von Real. Das wusste ich gar nicht, habe ich eine Freundin aufmerksam gemacht. Dein Buch ist bei Real. Weiß ich nichts von. Oh. Und dann gucke ich da so im Internet, tatsächlich, ja, recht, das Buch ist bei Real. Cool. Und cool. Das ist auch gut verkaufen gelassen, obwohl ich es eigentlich zum teuren Preis musste reinsetzen, wegen den ganzen Farbbildern, die drin sind. Ne? Mhm. Und das ist halt bei diesem Verlag so, je mehr Farbbilder drin sind, desto höher geht der Preis. Ne? Und da habe ich so gedacht, ja. Das kauft eh keiner, habe ich mir nur gedacht. Aber hat nicht lange gedauert. Dann mussten die schon abstellen, habe ich gedacht, oh cool. Das heißt, du kannst bald vom Schreiben leben, ne? Oh. Ja. Ein paar Bücher rausbringen, dann. Ist bestimmt das Ziel, oder? Ja, also
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das Hauptziel ist eigentlich, dass die Bücher, die ich schreibe, alle verfilmt werden mit mir als Hauptdarsteller. Ich will immer im Hauptcast drin sein. Das war immer so mein Ziel. Ja. Mein Ziel war es jetzt nicht so, sage ich mal, Gutes sein, Schlechtes sein unter uns. Ne? Das sind Serien, die guckt man gerne. Aber jetzt so eine Nebenrolle mal, ja. Ich war ja bei Alles, was zählt zum Beispiel dabei. Als Komparse, da bin ich über den roten Teppich gelaufen. Das war eine coole Erfahrung. Aber jetzt da so täglich so im Hauptcast da mitzuspielen, das wäre jetzt eigentlich nicht so mein Ziel. Mein Ziel ist einfach, meine Drehbücher als Film und immer mit mir im Hauptcast dabei. Und dann natürlich irgendeiner meiner Serienlieblinge natürlich an meiner Seite. Ne? Wie jetzt in meinem Film nächstes Jahr, da habe ich ja viele von unter uns ehemalige dabei. Den Tom Barkal war ja bei Alles, was zählt. Das ist schon cool dann. Ne? Das ist so das Ziel, wo ich habe. Und das wird jetzt nächstes Jahr in Erfüllung gehen. Das gibt's auch. Also ich war ja, wie die Corona-Krise losging, war ich gerade in Los Angeles, habe meine erste Rolle gekriegt, aber das ist auch ein Mann, der hat seinen eigenen Internetkanal gegründet, so wie Netflix, der heißt nur Pureflix. Und er ist quasi in allen Filmen der Hauptdarsteller, der schreibt die auch und produziert sie auch und castet halt ganz viele amerikanische Serien-Schauspieler, so wie der Dean Cain von Superman und so. Und der Kevin Sorbo von, was war der, Hercules oder so irgendwie. Und ja, der produziert das alles selber, spielt auch immer die Hauptrolle. Und ja, der hat sich so seinen eigenen Kanal aufgebaut und hat, glaube ich, schon über 1 Million Subscribers. Die zahlen halt dann ihre $10 da im Monat und ja, es läuft. Das ist doch cool. Das kann sich schon aufbauen, ja. Ja, das finde ich cool. Ja, wie gesagt, das habe ich jetzt mal so vor. Jetzt haben wir uns erstmal die ersten zwei uns rausgesucht, die wir verfilmen wollen. Das sind ja mehr so die 40 Minuten dann zuerst mal, immer kleiner anfangen und dann irgendwann dann mal die 90 Minuten. Aber da habe ich auch noch einige Ideen, wo ich schreiben möchte und zwei sind ja schon fertig. Und da bin ich mal gespannt, wie wir das alles bewältigt bekommen. Und nächstes Jahr im Sommer dann wird der erste dann gedreht, meine letzte Woche mit Dad. Da gehen wir dann auch auf Filmfestivals damit. Und gerade so eine traurige Geschichte, ich denke, die kommt dann auch noch an. Ist ja auch, wenn es als Buch schon gut ankommt, denke ich, wird der Film ja auch dann der Knaller. Und bin ich echt gespannt, wie das dann so ist am Set, am eigenen Set. Ja, wenn du einen super Kameramann hast und guten Cutter und so. Ne? Ja, also der Manuel von Sabut, der soll das ja dann machen. Und der dreht ja zurzeit auch einen Film, wo ich dann auch mit drin bin im Hauptcast. Und da spiele ich so einen Modeschöpfer. Sehe ich so ein bisschen aus wie Lagerfeld, so die Frisur und die Sonnenbrille. So, meine Rolle ist mehr so ein bisschen Comedy-mäßig dann. Und das ist auch schon ganz gut. Also da habe ich schon so ein paar Ausschnitte gesehen, wie er das jetzt gemacht hat. Hat ganz cool ausgesehen. Soll halt dann auch auf Filmfestivals kommen und im Moment sind die Dreharbeiten halt auch unterbrochen. Ja. Ja, wegen Corona können wir leider nicht drehen zurzeit. Und der Film wäre eigentlich schon fast fertig gewesen dann. Müssen wir leider noch ein bisschen warten. Und wie viele Drehtage, glaubst du, brauchst du für deine 40 Minuten? Also ich habe einen ungefähren Drehplan erstellt. Wir wollen das ziemlich schnell und zügig machen. Mhm. Ich glaube, 7 oder 8 Tage habe ich da, glaube ich, angesetzt. Also da sind auch einige Szenen jetzt dabei, die sind ziemlich kurz. Dann sind 2 Szenen dabei, das sind eigentlich so die Hauptszenen, die sind ziemlich lange. Da habe ich dann halt für die dann mehr Zeit eingeplant an dem Drehtag, dass dann weniger Szenen gedreht werden und die anderen dann anderen Taten und habe auch das Ganze schon so gelegt, dass die Darsteller, die kommen, nicht zu viel Leerlauf dazwischen haben, dass die ihre Szenen eigentlich alle dicht hintereinander drehen können und dann sind die halt wieder weg. Ne? Weil, du hast eine gute Dispo gemacht, das ist nämlich gar nicht so leicht. Ja. Das saß ich auch nachts dann und habe gedacht, so, jetzt versuche ich mal das Ganze zu disponieren. Da habe ich mir da so mehrere Zettel gemacht, pro Szene einen so kleinen Zettel, habe das dann draufgeschrieben. Und habe dann auch draufgeschrieben, welche Rollenfiguren in der Szene sind. Und da habe ich die alle nebeneinander auf den Tisch gelegt, diese Zettel. Und habe gedacht, so, jetzt fischen wir das Ganze mal so raus, dass es so aufgeht, dass niemand Leerlauf hat. Und ich habe es hinbekommen. Die Szenen werden dann zwar alle durcheinander gedreht, nicht der Reihenfolge, wie es im Buch ist, aber das ist ja normal. Das ist normal. Und dann habe ich aber hinbekommen. Da habe ich gedacht, guck mal da, die Rolle so viele Tage, also da ist eine Rolle dabei, die hat 4 Drehtage zum Beispiel, und da kann die wieder abhauen. Die brauche ich für den Rest nicht. Dann hat die ihre Szenen alle im Kasten. Und super. Und da habe ich gedacht, das ist doch perfekt. So, der Junge und ich haben natürlich die meisten Drehtage, ist klar. Und dann kommt die Mutter an die Reihe. Die hat 2 Drehtage weniger wie der Junge und ich.
Da kommen halt die anderen Darsteller. Die sind dann so gemischt von dem Drehtag her. Das Ganze habe ich auch schon für den Film kurz vorm Fest gemacht, der ja erst dann November, Dezember nächsten Jahres gedreht werden soll. Da habe ich auch schon Disposition, alles fertig. Also da bin ich immer ziemlich schnell drin. Ich will das immer direkt fertig haben, dass das nicht auf den letzten Drücker gemacht wird, wenn es dann soweit ist. Ach, das muss ich ja noch machen. Bei mir liegt immer alles schon fertig in der Tasche drin. Und da ist der Manuel, der Regisseur, auch immer ganz erstaunt. Letzt sagt er zu mir, ey, ich brauche das, das und das noch. Schick mir das mal per E-Mail. Das müssen wir alles noch vorbereiten. Das habe ich schon vorbereitet. Ich kann es dir direkt schicken. Was? Das gibt's doch gar nicht. Schick mal rüber. Habe ich ihn rübergeschickt. Ne? Da war er auch ganz erstaunt, dass ich das schon fertig hatte. Ganz geordnet, wunderbar. Aber ich kann mich noch erinnern, bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, die Disponentin, die hatte an ihrer Wand eine ganze Korkwand und da waren halt auch diese Streifer mit den Szenen und pro Tag. Und dann hatte sie für jede Rolle hatte sie ein Symbol in irgendeiner Farbe. Ich weiß gar nicht mehr, was ich war, ein orangenes Dreieck, keine Ahnung. Und dann hast du immer geschaut, okay, wo bin ich, wann habe ich Pausen und so. Hoffentlich Freitagabend nicht, dass ich nach Hause fliegen kann und so. Aber das ist eine Kunst zu disponieren, weil du musst halt auch, also beim Film oder bei der Serie schaust du halt, dass du auch immer nur in einer Deko, nur in einem Raum bist, da alles abdrehst, weil wenn du die ganze Zeit alles hin und her baust und dann, wie du sagst, halt, ne, man schaut, dass halt die Leute so wenig wie möglich Tage haben, sondern eher so zusammen alles disponiert. Hatte ich nur gedacht, wie ich das fertig hatte, hatte ich gedacht, wow, du hast das Drehbuch wirklich so geschrieben, dass das genauso aufgeht eigentlich. Ne? Jetzt ist halt nur die Sache mit den Kulissen, weil ich habe ja dann die Kulissen drinstehen, jetzt brauche ich nur in dieser Reihenfolge auch die Kulissen, dass ich die genauso bekomme, wie es auf diesem Plan steht. Dann wäre es perfekt. Da kann ich genauso arbeiten, ja. Wenn jetzt natürlich jemand dabei ist und sagt, an dem Tag kannst du die Kulisse nicht bekommen, die kannst du nur dann bekommen, dann wird der Plan schon wieder zunichte gemacht. Da muss ich wieder ein bisschen umbauen. Aber hoffen wir mal, dass das alles funktioniert, wie es soll. Super. Ja, spannend. Dann schickst du mir einen Link zum Anschauen, ja? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall dauert halt noch ein bisschen, ne? Aber vielleicht habe ich auch mal ein Projekt, wo du mitspielen kannst. Na klar. Sobald du reinpasst, das ist bei mir immer so, wenn ich was schreibe, sehe ich sofort die Szenen vor mir, bildlich, mit Gesichtern. Und da sah ich ja auch bei dem Film den Tom Barkal direkt in dieser Rolle. Da habe ich gedacht, Tom Barkal, den brauche ich. Und da hat er noch zugesagt, da habe ich gedacht, ey, wie geil ist das? Und da bin ich halt noch an weiteren Schauspielern dran, die ich halt auch vor mir gesehen habe im Film. Und wäre halt cool, wenn die alle dann dabei wären. Ja. Genauso ist es bei Kurz vorm Fest. Da habe ich auch schon zwei angeschrieben jetzt, mit denen habe ich Kontakt. Die hatte ich auch sofort gesehen, als die beiden Gangster. Und das ist schon alles weitergeleitet und die klären das jetzt ab, weil es dauert ja noch, bis das gedreht wird. Da bin ich mal gespannt, was für eine Rückmeldung von den beiden kommt. Wäre halt cool, wenn das auch klappt. Und ja, deswegen. Ich bin jetzt, wie gesagt, dieses Projekt noch am Schreiben, das eine. Und habe schon das nächste direkt im Kopf. Also es geht jetzt auch demnächst los. Also es ist immer was zu tun. Ja, also ich habe mir auch gedacht, die nächste Geschichte, die ich schreibe, warum für fremde Schauspieler? Ich habe mir eine ganze Liste gemacht von meinen Kollegen und Freunden, mit denen ich arbeiten möchte. Und die können auch teilweise sagen, was sie spielen wollen. Und ich mache so auch eine Reihe von verschiedenen Kurzgeschichten, die alle irgendwie zusammenhängen. Und ja, schreib mal was für meine lieben Kollegen. Das wird doch auch was Cooles. Ja. Da kenne ich bestimmt auch einige davon. Bestimmt. Und wir haben auch schon einige heute gesehen. Ja, genau. Da musst du mir auch den Link zuschicken, wenn es dann soweit ist. Ja. Gut, Nathalie. Ja, Sebastian. Hat mich gefreut, dass wir ein bisschen plaudern konnten. Das war doch cool. Ja. Dann würde ich sagen, wir telefonieren. Bleib schön gesund, gell? Bleib schön gesund, halt gut durch. Du auch. Dankeschön. Liebe Zuschauer, die Nathalie und ich verabschieden uns jetzt. Und ich sage bis zum nächsten Mal beim Sabo-Stream. Ciao. Tschüss.